Art for Science ist unsere Initiative, um junge Menschen für naturwissenschaftliche Fächer zu begeistern. Und wir glauben, dass Naturwissenschaften der Schlüssel dafür sind, die Welt noch besser zu machen und ehrlicherweise aber auch die Probleme der Welt in den Griff zu bekommen. Hätten Sie noch andere Ideen? Das Besondere an der Art for Science ist, dass diese Initiative von unseren Mitarbeitenden getragen wird. Das heißt, es sind alle Mitarbeitenden von Zeiss eingeladen, aufgefordert, und sie tun es auch. Wir haben schon über 200 Leute, die es gemacht haben, die Botschaft raustragen, dass Wissenschaft wichtig ist und dass wir junge Menschen für Wissenschaften begeistern wollen. Warum entscheiden sich junge Frauen und junge Mädchen seltener für MINT-Berufe? Ich glaube, das Erste ist die Zuschreibung. Und wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, dann fällt die bereits im Elternhaus an. Das ist meine Generation, die möglicherweise ihren Töchtern sagt, ach komm, lass mal, das ist vielleicht nicht der richtige Beruf. Damit fängt es an. Ich glaube, der nächste Punkt ist tatsächlich, dass in dieser Lebensphase, wenn die sehr jung sind, der Druck der Peers ganz groß ist. Die wollen Teil einer Gemeinschaft sein. Und wenn die Gemeinschaft anders ist, allein weil sie eben deutlich männlicher ist, dann fühlt sich das nicht so fürchterlich gut an. Und ich glaube, deshalb brauchen wir Rollenbilder, dass die sich darin wiederfinden und dann diesen Beruf an der Stelle auch wählen. Aber sie werden häufig entmutigt. Ich höre das täglich von meiner Tochter, die in der Mathe-Olympiade der 8. Klasse gewonnen hat. Und ihr alle gesagt haben, das kann doch nur falsch sein, weil die Zuschreibung war, dass Mädchen in MINT-Fächern nicht so leistungsfähig sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sie dafür begeistern, damit wir ein gesellschaftliches Umfeld schaffen, wo junge Frauen sich genau in diesen Fächern wohlfühlen. Ich habe noch nicht genau, was ich machen will, aber auf jeden Fall, dass ich in diesem wissenschaftlichen Bereich bleiben will. Einfach weil es mich sehr interessiert und zu erkennen, wie die Sachen funktionieren, finde ich spannend. Ich glaube, manchmal Frauen werden untergeschätzt und manchmal trauen sie sich nicht. Das forschende und praxisnahe Arbeiten hat mich schon immer interessiert und deswegen ist es schon immer mein Traum gewesen, in einem naturwissenschaftlichen Beruf zu arbeiten. Wenn man relativ klein ist noch, teilweise einfach gesagt bekommt, du kannst es vielleicht nicht. Und manche trauen sich dann halt einfach auch nicht, eine neue Chance zu ergreifen, wenn man sich unsicher ist, ob man es überhaupt schafft oder nicht. Ich glaube, dass wir einfach die Möglichkeit ergreifen sollten und auch in die Wissenschaft zu gehen. Und ich glaube, dann können wir eigentlich sehr viel erreichen gemeinsam. Für mich ist Diversity unglaublich wichtig, weil die Welt natürlich divers ist. Nur wenn wir die Welt durch die verschiedenen Augen sehen, kommen wir dazu, dass wir auch den echten Blick auf die Welt haben. Und all diese Vielfalt sollten wir abbilden, weil wir als Unternehmen Zeiss natürlich auch sehr präzise Teil davon sein wollen, die Welt zu beschreiben, wie sie ist.